Hallo, liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Imperium Galactic Survive mit Marc. Servus zusammen. Wo ist er denn hin? Ich weiß, ich spack hier hinten so ein bisschen rum. Wo bist du da? Denn? Da, da! Da! Ah! Hey. Du siehst ein bisschen anders aus und hast ein Jetpack auf dem Rücken. Echt? Dreh dich mal. Hey, cool. Guck, hab ich auch eins? Moment. Ja, hast auch eins. Neu! Es ist eine neue Aufnahmesession. Wir machen ja immer ein paar Tage im Voraus. Genau. Das ist, weil wir beide ja beruflich eingespannt sind. Da muss man das halt machen. Geht nicht anders. Und ein neues Update hat uns erreicht. Wir sind bei der Version 3, 2, 0. Was ist das? 0, 1, 7, 1. Ist das ein Anfang von der Telefonnummer? Ich weiß gar nicht. Okay. Aber gleich mal wählen. Inventory. Wow. Das ist anders. Aha. Ah, Health, cool. Food, Stamina. Oh, was ist das? Aha. Backpack-Slot kenne ich noch gar nicht. Jetpack-Slot. O2-Tank. Ah, guck mal an, dieses komische Ding. Und Armor-Slots haben wir auch. Helm-Slot, Body-Armor, Leg-Armor. Aha. Buff-Slot. Na, guck mal an. Das hier getan. Unten Trash und Drop, das hat sich geändert. Ja, ich sehe. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, was ist alles anders, was ist alles neu. Das ist schon schick. Springen kann ich ganz normal. Da unten hängt noch unsere... Wartet, Drohne! Oh, Drohnen an! Ey, du Scheißturm! Wow. Mach doch was! Der kommt nur blöd! Dieser Kackturm! Wofür habe ich den da hingebaut? Als Deko oder was? Das kann doch wohl nicht wahr sein! Hast du das Ding runtergeholt? Ja. Danke. Bitte. Was ist das für eine Scheiße hier? Kackturm! Da geht's dir direkt ab. Das gibt doch... Ja! Du sollst was machen! Kackturm! Okay, warte mal, ich muss mich gerade nochmal neu einloggen. Also irgendwie echt? Springt meine Anzeige so ein bisschen hin und her manchmal. Okay, dann bis gleich. Ja. Was? Ich gehe mal zur Drohne da. Ja, also man stellt fest, es hat sich doch ein bisschen was geändert. Springen! Ja, es hat sich was geändert. So, okay, da bin ich wieder. So, die Drohne ist gelootet. Und ich bin not amused über unseren Turm, der hier scheinbar in aller Seelenruhe nix gemacht hat. Da hingesprungen. So, erstmal Repair Tool. Vielleicht ist das Ding ja kaputt. Oh. Nö. Nö. Okay. Ich weiß auch nicht, was der macht. Das war jetzt... Das hat mir nicht gefallen. Oh! The next Neuerung! Wir dürfen nie wieder Wohnklo sagen. Wir haben eine echte Küche bekommen. Mit. Oh, die sieht fast so aus wie bei mir, du. Guck mal. Ich bin gerade im Nichts. Wie, du bist im Nichts? Ja, dann viel Spaß gleich beim Neu-Einloggen. Mach ich. Das ist ja geil. Ich guck schon mal, was neu ist. Okay. Das ist. Die Cargo Box hat ein neues Outfit. Das. Die neue Küche. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr gut, dass da unten Kabel raushängen. Das finde ich allerdings nicht so prickelnd. Das ist... Was war das? Warst du das? Ich weiß nicht. Ich bin gerade im Nirvana. Drohnenalarm! Okay. Okay, ich... Wer schießt denn? Der Dino wird es nicht sein. Irgendwer schießt auf die... auf das Schiff. Okay. Da! Oh! Drecksvieh! Okay. Noch eine Drohne. Alter Schwede! Noch eine Drohne! Wow! Okay. Ich versuche gerade an Land zu kommen. Ja. Zumindest bin ich wieder... Wow. Halbwegs im Spiel. Okay. Okay, jetzt habe ich die Schnauze aber sowas von voll. Ach, scheiße, ich habe ja gar keinen Scharfschützen. Ich habe die Schrotflinte dabei. leckt mich am Arsch. Da, also, links von dir. Ja, ich habe Probleme mit dem Bildschirm drehen. Okay. Wow. Okay. Okay, alles klar. Super. Wow. Wegen 3 Schuss, 50er Kaliber, leck mich da am Arsch. So, wo war denn die andere runtergegangen? Die war im Wasser runtergegangen. Ich sehe sie momentan nicht. Ich mach mal einen Helm an und geh mal schwimmen. Geh mal tauchen. Ich sehe keine Drohne. Kann natürlich sein, dass er auch, irgendwie... Oder ist es das? Ach, das ist er, die liegt direkt runter. Also.
Okay. Also das mit den Türmen gefällt mir nicht, dass die irgendwie gar nicht reagieren. Das war irgendwie anders gedacht, ne? Ja. Vielleicht sind die nicht aktiv. Naja, sieht das doch schon ein bisschen aus wie das Ceran-Kochfeld aus der Zukunft, unser ehemaliges Wohnklo. Ja, also ich finde es gut. Schön, sieht putzig aus, gefällt mir. Oh Mann. Wir werden wieder beschossen. Okay. Die nächste Drohne. Alte Schwede. Hier ist ein bisschen Action. Ja, ich steig mal in den Flieger. Ich sehe noch nichts. Weg ist es. Da sind. Ah, oh, ist ja alles voll hier. Wow, okay. Ich wünschte mir, meine Kontrollen würden besser funktionieren. Da oben sind auch noch Drohnen. Okay. Ich habe wieder zwei abgeschossen. Klasse. Okay. Ich steig mal aus und check das mal. Tu das. Einmal. Die andere war doch hier unten auch, oder? Wo steckt denn die zweite? Da! Hast du schon? Okay. Wieder eine. Okay, wir müssen, also das im Moment ist ja hier gerade mal, ich habe natürlich Weggel vergessen, ganz geil. So, ich gehe mal zurück. Ist die hier drüben ins Wasser gegangen? Hm. Da raucht's noch. Das hört sich an wie Unterwasserviecher, keine Ahnung. Klingt schon ein bisschen verdächtig. Okay, die Drohne ist auch gelootet. Raus hier! Warum funktioniert unsere Abwehr nicht? Ja, das ist noch ein bisschen eigenwillig. Alter Schwede. Ich muss gerade mal gucken. Ich hole jetzt mal so einen kleinen Arsch her. Ach gut, das bist du. Ich dachte schon, wir werden schon wieder geschossen. Der Loot soll sich hier ja auch geändert haben. Naja, Fiverr und Dings, das ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Ich muss mir gerade mein Spiel komplett neu starten. Also ich habe hier noch so ein paar. Okay, ich bleib mal am Ball. Mach nur. Was geben die für ein Loot? Fleisch, danke. Lecker Fleisch. Lecker Fleisch. Und du, kleines Affengesicht? Augenkirchen. Meh. Okay. Oh, weich doch nicht aus. Okay, bin wieder im Spoiled Food. Interessant. Interessant, oder? Ja, interessant. Ah, das sind vielleicht so fleischfressende Pflanzen und vielleicht haben die das verdaut. Ja. Kann ja sein. Okay. So könnte ich es mir vorstellen. Okay, also ich bin wieder im Spiel. Komm grad rein. Ich sehe mir mal an, ob das jetzt stabil bleibt hier. Okay. Oder ob ich wieder. Willst du aufsteigen? Ich fahre zurück zur Basis. Ja, Moment. Beziehungsweise du fährst zurück zur Basis. Alles klar. Du bist ja als Zweiter eingestiegen. Der zweite Mann am Steuer. Ich finde das mit dem Inventory nicht schlecht. Ja. Oh ja, er zeigt auch an, dass ich einen Helm aufhabe. Das ist praktisch. Und jetzt habe ich den Helm ausgezogen, das zeigt aber nicht an. Ich mache mal neu Inventory. Ah, du musst nochmal neu ins Inventory. Ah, okay. Also das macht er nicht parallel, also nicht sozusagen live synchron. Naja, gut, so. Wenn ich Inventory aufhabe und ziehe einen Helm auf,
Das macht er nicht. Das ist völlig egal. Er macht also nur den Ist-Zustand, der mal war. Ah, gut, das sind noch so Feinheiten. Okay, aber... Ja, jetzt ist natürlich die Frage, warum schießt die ab, wenn nicht? Ne? Das ist schon ein bisschen komisch. Ja. Ich guck mal gerade beim Chor. Ja, guck mal, ob wir auch Energie haben. Vielleicht liegt es daran. Ich gucke, ob ich reparieren muss. Vielleicht sind sie aus oder falsch eingestellt. Irgendwas. Ja. Wir haben natürlich zuerst auf die Schiffe geschossen, die hier sind. So. A Rocket. Die sind an. Warum hast du nicht geschossen? Okay, mir gefällt unser Fußboden, hatte ich schon erwähnt. Ja, der ist super, ne? Das sieht ach, geil. Richtig schick aus. Ja. Ja, warum sind wir überhaupt hier? Wir haben ja den Außenposten auf dem Eisplaneten gemacht. Wir sind wieder zurückgeflogen. Um hier Kraft zu tanken. Und natürlich auch um Vorräte aufzufüllen. Also die Rocket Turrets sind beide an. Ja, habe ich gesehen. Also auch im Core-Menü sind sie als an angezeigt. Deswegen verwundert es mich ein bisschen, dass die so gar nichts machen. Mhm. Ja, nicht stottern, da ist unsere Kiste, gut. So, ich habe Fleisch reingeworfen, wollen wir das zu irgendwas verarbeiten? Du könntest Schinken draus machen und dann kann man mit ein paar Zutaten so einen leckeren... Schinken. Ja, neben der Salami. Jawohl. Schinken, jawohl. Da muss man mal schauen und da kann man dann mit ein paar anderen Zutaten zusammen... so ein lecker Eintopf draus kaufen. Eintopf, das ist Ratatouille, wollten wir nicht, den meinst du? Genau, den. Pumpkin und Space Durian. Pumpkin. Space Durian, haben wir drei. Da ist noch Fleisch. Pumpkin fehlt, hole ich gerade. Pumpkin, bam. Ah, unser Garten gefällt mir, ist so schön alles da. Der könnte eigentlich noch bisschen dicker werden. Space Durian. Nehmen wir auch Garten mit. Ja, wir können eigentlich nie genug Garten haben. Drei und... Ja, kann ich machen. Super. Eins, zwei erstmal. Man muss böse aufpassen, der kriegt... wenn ich das abbreche, kriege ich die Zutaten nicht zurück. Das ist gemein. Das ist vielleicht was, was an die Entwickler geht. Ich kann gerade mal einen Test machen. Ich mache es zurück. Ja, guck mal, ob... Nein, ist weg. Okay. Also, Test. Liebe Entwickler, ich krieg die Zutaten nicht zurück. Ärgerlich, aber das kann man noch beheben. 1, 2, 3. So, wir brauchen noch Space Durits. Haben wir die noch irgendwo? Da hinten, ja. Da hinten. Ich habe nämlich noch welche gepflanzt. Ich hab euch gesehen. Zack. Und zack! Ja. Pumpkins haben wir jetzt aber keine mehr. Okay, vielleicht sind noch welche in der Vorratsbox. Mal gucken. Nö. Nö wie nö. 1, 2. Ich nehme mal die fertigen Suppen raus. Und dann machen wir noch eine Suppe. Und... Ham. So, zack. Space Durians können wir da rein. Ham nehmen wir raus. Und die fertigen Suppen tue ich hier unten rein. Ah, da war schon was. Oh, Käse ist ja alles voll. Wheat ist hier drin. Der ist hier falsch. Der muss da oben rein. Aha. Und ich mache mal Brot. Ich mach mal Brot. Wäschchen mit Kraut. So, wo ist ein Brot? Da. Geht nicht. Achso, ich muss ja erst umwandeln. 1, 2, 3. Das war natürlich... Hätten wir drauf kommen können. Ah, mit Käse können wir auch Pizza backen. Ja, deswegen wollte ich jetzt mal Brot machen. Ich glaube, wir brauchen Mehl. Kein Brot. Echt jetzt? Mal schon. Pizza.
Ja. Mehl. Gut, vielleicht können wir was anderes mit dem Brot machen. Ja. Pumpkins und dann. Weißt du, ein Burger? Burger. Ja, das ist der Gemüse, der nicht. Aber unten drunter ist noch so ein Meatburger. Meatburger Raw Käse Meat habe ich. Käse und Tomaten. Raw Meat. 1, 2, 3. Käse. 1, 2, 3. Und Tomaten brauchen wir dann. Übrigens, mir ist gesagt worden, unser Käse ist verschimmelt, weil wir den Motor nicht haben laufen lassen. Ja, ich hab's gesehen. Ja, das war schon, also man hätte es ja... Das geht dann böse schnell. Ja, ja, also klar, haben wir natürlich auch schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, aber wir haben halt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ja. Gut, aber Kühlkette ist wichtig, haben's gelernt. Ja. Macht nichts. Was ist... Ich bin falsch gelaufen. Okay. Dumm gelaufen und im Wasser gelandet. Gut, jetzt haben wir erstmal lecker Burger. Was bringt die denn überhaupt? 150, ja, nett. Gut, Pizza ist, glaube ich, so ziemlich einer der... Die Königsklasse im Futter. Echt? 200? Ja. Ich packe jetzt erstmal die Burger weg. Das ist auch nicht schlecht, soweit ich weiß. 1, 2, 3. Ja, haben wir wieder ordentlich Essen. 200, das du. Das ist auch gut. Respekt. Ja. Also das sieht ganz gut aus. Ich mach nochmal. Ja, ich will nicht lang drum herum reden. Vielleicht sollten wir mal auch uns überlegen, ob wir nicht langsam ein Großraumschiff bauen sollten. Kann man mal drüber nachdenken, ja. Ja. Und ist die Frage, wollen wir jetzt auf unserem Eisaußenposten nochmal gucken? Ach ja, ich wollte jetzt erstmal schauen, gibt es hier noch gibt es überhaupt was Neues zum Bauen? Ja. Wir fangen mal vorne an. Das ist alles der alte Shit, das kenne ich alles. Foodprozessor sieht wirklich, wirklich gut aus, der Foodprozessor. Das muss man mal sagen, ist sehr gelungen. Auch, ja. Merci dafür, sehr gelungen. Gute Optik. Ich nehme an, bei den Passagier-Seat Cups wird sich auch noch was tun. Das kenne ich nicht. Das RCS hat sich geändert von der Optik. Okay, das sieht ein bisschen schicker aus. Das sieht schick aus, ja. Und auch das hat sich geändert. Das Science Lab, das hat vorher eine andere Optik gehabt. RCS, okay. Das ist anders. Das hier ist der Kram, den ich... Was ist denn das? Ein Bett? Ein Bettchen. Kein Deko. Oder? Naja. Eigentlich schon, oder? Der ganze Kram eigentlich hier ist Deko. Schon, ja. Im Grunde ist es Deko. Kontrollstation? Ja, finde ich auch Deko. Müsste Deko sein. Sag ich mal vorsichtig. Ja. Da ist alles beim Alten. So. Die Small Oxygen. Mhm. Waffe ist wie gehabt. Es gibt nur den Rocket-Turm. Ja, für die Basis gibt es leider nichts anderes. Ja. Okay. Also irgendwas machen die Türme auch. Man hört sie ab und zu mal. Ja. Die sind am Waschturm hin und her. Aber so richtig klappt das mit denen noch nicht. Man muss jetzt mit einem Ohr immer hinhören. Wo haben wir denn diese vorgefertigten Sauerstoffdinger? Hatten wir die nicht irgendwo? Ich habe sie eben auch erfolglos gesucht. Deswegen hatte ich einfach mal ein bisschen Sauerstoff rübergeholt. Sind die... Ach, vielleicht sind die drüben. Das kann sein. Wo... Warst du das? Ja. Ach, Gott, meine Nerven. Ja, hier sind die. Ich nehme mir mal einen und probiere den mal in den Anzug zu packen. Habe ich auch schon probiert. Ging leider nicht. Das wäre nämlich, weil die sehen genauso aus wie der O2. Den Gedanken hatte ich auch, aber nee, das ist wohl noch nicht das Richtige. Okay, gut, packe ich wieder zurück. Okay. Mal schauen, wie der Energie... Basis hat Energie, alles gut. Ja. Fliegen wir zurück zum Eisplaneten? Wollen wir da noch ein bisschen weiter ausbauen? Ich habe noch Growing Pots, die mache ich hier mal gerade. Ja, mal. Weil bei uns fehlt Rock Dust. Fehlt ja. gerade. Klar. Ach ja, was ich. Oh! Map!
Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Das hat sich cool. auch geändert. Da sieht man, was es hier gibt. Das ist schon schick. 4 von 4, 6 von 6. Mhm. Okay. Das kann man nicht machen. Hat sich hier was geändert? Gravitation, Atmosphäre. Okay. Rein, raus scrollen. Alles gut. Alles beim Alten. Also ich habe noch ein paar Growing Pods mit für die Base. Mhm. Die Frage ist, wir haben ja da keine Fivers, deswegen müssten wir hier welche herstellen. Ja, das ist ein Problem. Ja, die müssten wir hier holen. Und wir brauchen hier Rock Dust. Mhm. Haben wir das hier noch? Da sind noch 40, das sehe ich von hier aus. Da ist nichts mehr. Haben wir hier noch drin? Rockdust? Nein. Können wir auch nicht herstellen. Okay. Crushed Stone. Metall. Das fehlt. Ach, Gottchen. Wenn es nur das ist. Und wieder zurück. So. Dann geht das auch. Ja, die Basis hier ist schon wohnlicher geworden. Finde ich nicht schlecht. Ja, sieht wirklich viel besser aus. Okay. Bis auf den Erdhügel da. Das ist doch angeschossen. Ah ja. Oh, okay, gut. Dann ist da eine genockt. Ja. Ach, das ist die kurze Schrotflinte. Mhm. Was war das denn? Ein Stein. Sieht aus wie ein Stein, ja. Ich hatte eben auch was anderes vermutet. Ich will noch mal so einen kleinen dieses Vieh. Ich gehe noch mal da hinten hin, wo die ganzen Drohnen waren. Das, ich habe jetzt gehört, die bewachen irgendwie die Erze oder so. Okay. Kann natürlich sein. Ah, so ein Wackelfritze, da nehme ich mir gerade mal was mit. Alien Plasma 6, das ist ja das, was wir auch brauchen. Genau, kann man immer gut gebrauchen. Ja. So, da hinten ist ja auch was. Ich habe jetzt natürlich hier für kurze Distanz das Ding, weil ich eigentlich so einen kleinen Kriecher noch umlegen möchte. Ah, willst du mal testen, deine? Ja, ja, ich will die Waffe testen. Die Wumme. Ja, da hinten. Doch, da ist noch einer. Das ist, glaube ich, wirklich was für die kurze Distanz. Ja, ja, ich bin auch bereit, auf die kurze Distanz zu gehen. Geh ran. Mache ich. So, Spoiled Food. Wunderbar. Ja, geht doch. Ja, geht. Mal gucken, dass hier keine Drohnen. Respawn. Was ist denn das da hinten eigentlich? Das ist Magnesium, okay. Ich flitze da mal so eben hin. Ich schaue mir das mal an. Jetpack an. Okay. Warte mal. Oh, das reicht nicht. Helm an. Oh, verdammt. Das hat nicht gereicht vom Sprung her. So eine Scheiße. Okay, ich lade mal nach. Ah, hier sind ja auch noch Fibers, oder? Nee. Oder du? Ja. Ah! Ich komme mal hinterher. Ich sehe es gerade. War doch eben am Gezirpe. Wo ist denn das passende Vieh zum. Das eine Schrotflinte in Zielfernrohraufsatz hat. Es ist schon ein bisschen unverschämt, dekadent, ne? Das ist schon, ja. Muss man echt so sagen. Ich sammle doch mal hier so ein bisschen aktiv. Uah! Uah! Du Scheißvieh! Uah. Das war so ein bisschen irgendwie so lachnet, so wegge. Okay. Hörst schon wieder zirpen. Mm.
Ah, jetzt habt irgendwie einiges. Ich sehe aber jetzt auch keine. Ich kann auch keine verdächtige Bewegung ausmachen gerade. Kein Gemüse. Ach, da hinten ist er. Das ist natürlich viel zu weit weg. Was hat denn das Ding überhaupt für eine Reichweite? Lass mich gucken. Range 25 Meter. Mhm. Also in den Worten nicht weit. Nee. Na, schießt hier irgendwas? Das sind 15 Meter. Was? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich schon Stimmen höre oder ob hier wirklich was auf mich schießt. Nee. Täuscht wohl. Wertvollen Stuff einsammeln. Jawohl. Vor allen Dingen mal dieses Alien Plasma, denn so langsam, glaube ich, kommt auch Panzerung ins Spiel. Ja, es kann nicht schaden, so ein paar Mini-Packs dabei zu haben. Unbedingt. Fiber brauchen wir natürlich auch. Ich will mal Richtung Magnesium gehen. Okay. Weil wenn die Drohnen davon angelockt werden, dann bin ich dabei. So ist ach, hier haben wir schon geschürft. Hier ist ein Loch. Ah, dann haben wir da wohl schon mal reingegangen. Da waren wir wohl. Oh ja, da waren wir schon. Ah. Da packe ich natürlich Le Gerät aus. Mach hier mal doppelten Boost. Doppelten Boost kann man machen, indem er nicht nur rechts oder links, sondern beides gleichzeitig drückt. Da boxt hier der Papst. Da steppt der Bär. Da geht es richtig zur Sache. Gut, das soll ja okay sein. Wenn keine Drohnen kommen, ist ja gut. Aber auf jeden Fall, die wir uns eben waren auf jeden Fall neu. Bitte? Was? Die waren auf jeden Fall neu. Die müssen nachgespawnt sein. Okay. Da eben. Ja gut, mal ein bisschen länger vorher gesehen, so eine Drohnenflotte. Denke ich nicht, dass wir die vorher übersehen haben irgendwo. Magnesium. Hier ist doch Crush Stone, da können wir mal so richtig schön Tuff kloppen. Wir brauchen ja das Rock Dust. Ja. Ich mach mal hier richtig Vollgas, so richtig asozial geschürft. Richtig volle Suppe. Raubbau. Raubbau, genau. Ah, nein, ich bin durchgepackt. Oh. Ciao. Lande mal, falls du noch nicht, weil. Ja, okay. What a feeling. Sag mir, wenn du mal soweit bist, wenn du bist. Bin soweit. Okay, dann muss ich leider kurz rausgehen und okay. Erneut rein. Das kann noch passieren, dass man so durchbackt. Ist halt nice. Ist aber irgendwie schon schlecht. So, wo bin ich denn? Ah, ja, okay. Das sollte aber sich in Grenzen halten, sag ich mal. So. Sacken wir noch ein paar Fibers ein und dann gehen wir noch in die Gruft. Die dunkle Gruft. Ja, irgendwie hat er. Ich kann gar nichts abbauen. Das wird eine interessante Aufnahme für die Entwickler. Hier geht nix. Kann man so ein bisschen Bug-Report so nachgucken. Was ist das für eine Scheiße? Bist du da? Ich bin da, ja. Aber nicht bei dir. Ja, ist schon klar. Ich bin aber im Spiel. Das ist. Ich höre es schießen! Ja, das bin ich. Ich schieße auf Augentiere. Du hast kein MG. Doch, aber im Schiff. Ach, du bist nicht im Großen. Ja, nee, ich bin in dem. Ich bin in der kleinen Mücke da. Okay, it's a long way home.
Keine Panik. Das ist schon ein bisschen schräg. Ich bin nämlich gerade mal zurückgeflogen, weil ich muss das Ding ein bisschen nachtanken, habe ich gesehen. Ja. Hier geht mir der Saft aus. Okay. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich glaube, ich bin schon eben auch wieder an was vorbeigelaufen. Fiverr. Ah, den hatte ich schon. Oh, Stamina ist runter. Mal kurz einen Kaffee nachschlürfen. Dafür haben wir ihn ja. Eins. Jawohl. So. Oh, kannst du das? Das ist unglaublich. Ja, dass ich da jetzt nichts schürfen kann, das ist auch schon ein bisschen greedy irgendwie. So. Ein bisschen Kaffee nachtrinken. Alles mysteriös. Das Problem hatte ich auch mal, hat sich dann aber auch wieder gelöst, indem ich einfach mal raus und wieder rein bin. Also das scheint momentan noch so ein bisschen das Allheilmittel zu sein. Immerhin. Wieder raus und neu rein. Genau, ja, gut. Neu einloggen. Gut, kann man später nochmal probieren. Richtig. Aber... Oh, ich bin endlich wieder daheim. Und komm zurück. Au, oh, danke. Aua. Gleich mal heilen. Aua. Ach so, und ich merke auch gerade, ich habe den Helm noch irgendwie an. Warum auch immer. So. Dann schmeißen wir mal immerhin 44 Fibers hat es gegeben. Na also. Und dann machen wir noch ein paar Pots. Das kommt da rein. Crushed Stone, das nicht. Das kommt rein. Hier wollte ich die... Also davon haben wir ja auch von diesen... hier, diese große Pflanze, die mit den Tentakeln, die aussieht, als ob sie gleich dich isst und nicht umgekehrt. Ja, genau. Das ist echt... Die sieht so heiß aus. Echt wahr. Magnesium habe ich uns geholt. Das Crushed Stone, das reicht schon wieder mal nett. Ist hier noch Crushed Stone drin? Was ist denn hier drin? Wenigstens Magnesium. Fünf braucht man davon. Muss man irgendwann mal die fünf mal voll machen. So, was geht hier ab? Ah, wunderbar. 19 Growing Pots. Müssen wir noch irgendwas mitnehmen? Bin gerade am Überlegen. Vielleicht, ich weiß nicht, was wir mal jetzt. Ich nehme mal die Hälfte oder ein paar Fivers mit. Ja, ich bin mir nicht sicher, was wir an Pflanzensetzlingen haben drüben. Ich glaube, wir haben drüben. Wir haben schon einiges mitgenommen. Alle! Ja, also notfalls können wir später nochmal nachholen. Ja. Ich kann hier auch schlichtweg... Also der Kreaturenspawn hier ist teilweise wirklich noch höchst interessant. Rock Dust fehlt uns tatsächlich. Wir haben ja so einen Stapel Dinosaurier vor der Hütte. Okay. Also die Viecher stapeln sich echt schon. Wir brauchen unbedingt Rock Dust, ne? Ja, okay. Also will nicht nerven, aber das ist zwingend notwendig, damit wir hier in der Küche noch was machen können. Oh, gut. Gut, dann... Aber ich würde sagen, jetzt esse ich erstmal was. Hier, ich habe doch lecker Suppe gemacht. Komm, hier die... Hau dir Suppe rein. Du. Und in den Kopf. Och, naja, ging eigentlich. Da kann man noch mal ein bisschen nachsetzen, aber ich will jetzt keinen Burger reinfahren. Oder doch, ich hau mir noch einen Burger dazu. Wir haben's. Ja, zack, wir haben's doch. Rinde mit. So, wir haben noch Pumpkin. Das haben wir aber da Weizen haben wir auch. Das ist... Was ist denn das für eine Sprosse gewesen? Pirthing, das sind Pfirsichdinger. Pfirsichdinger? Also sprichwörtlich, ja, Pirthing, das ist ein Pfirsichding. Ach, das sind diese komischen Dinger. Ja. Okay. Diese Frucht da, ja, die bringen es halt nicht wirklich. Die bringen es nicht wirklich. Und den Korn, den brauchen wir eigentlich, um Plastik herzustellen. Genau. Haben wir aber drüben auch. Jo. Wie gesagt, so Tomaten sind da drin, Durians und die Pumpkins, das sind so die wichtigsten Sachen. Das haben wir drüben. Ja. Das ist alles da. Okay, dann hätte ich gesagt, wir wären rüber, oder? Packe Mess. Hier sieht's ganz gut aus, alles ein bisschen greedy da mit der Abwehr. Ja, das ist merkwürdig. Also die Türme haben ja nicht so die Intelligenz gefressen.
Nee, nett, wirklich. Ich rede da eher mal von künstlicher Unintelligenz. Die Schrotflinte gefällt mir aber, die zieht ganz gut. Ja, ne, die hat ordentlichen Bums auf die kurze Entfernung, denke ja. ich. So, vollgefressen bin ich und dann, Ich bin eigentlich auch ganz happy mit dem Pulse Rifle, so als, ja? als Upgrade von dem Assault Rifle. Okay. Das hat auch ordentlich Feuerkraft. Also da, die Drohne ging sehr schnell um, musste ich sagen. Hier sind noch 20 Bauteile drin, da im Kühlschrank ist nichts mehr drin. Da ist unser Sauerstoff, haben wir hier noch. Energie ist da noch drin. Ein kleiner Konstruktor lungert noch darum. Da ist Sauerstoff drin. Da ist Sauerstoff drin. Das ist verbeult. Das darf nicht verbeult sein. Ne, ich habe nur Knick in der Optik. Es war okay. Alles nochmal auf Reparatur. Geht alles. Soll ich fliegen, oder was? Ja, mach du doch grad. Mach du doch grad. Okay. Yay. Schraub, 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 schraub. Motor an. Und ab dafür. Und ab dafür. Ab in den Nachthimmel. Ey, unser Power. Hast du mal auf die Anzeige geguckt? Okay, sehe ich gerade, ja. Unser, wow. Unser, die haben, also der Verbrauch wurde wohl geändert. Yes, da fliegen wir am Limit. Ja, jetzt müssen wir. Ich habe jetzt nicht in den. Wie viele Minuten haben wir denn noch? Jetzt haben wir relativ. Jetzt haben wir wesentlich weniger Verbrauch. Das verstehe ich jetzt noch nicht so. Ach, guck mal oben die Karte. Ich habe jetzt so einen anderen cool. Radar. Hast du den auch? Ja. Das ist ja nett. Okay. Der Eisplanet ist, glaube ich, das da unten. Ja, ich glaube, der da war's. Ja, das ist, glaube ich, eher der Mond. Okay, meine große Befürchtung war ja, dass die Entfernung der Planeten, das steht ja auch noch an, sich geändert hat. Ja, die. Och du Scheiße, wie sieht das denn aus? Da müssen wir mal reparieren. Oh ja, da nehmen wir mal ein paar Dellen reingekriegt. Ja, da ist auch eine Lücke. Oh. Unschön. Irgendein Absturz war nicht so sauber gelaufen. Ja. Kommen wir eigentlich vom Fleck? Ja, ja. Gut. Weil die Abstände sollen bald auch so groß werden, dass sich dann ein Space Shuttle, also Quatsch, Space, ein großes Sternenschiff lohnt vom Bau her. Okay. Und das heißt, das ist dann das nächste, was wir in Angriff nehmen sollten. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir dafür eine Basis brauchen im All. Ah, nee, das kannst du, glaube ich, auch. Erstmal so. Wäre mir eigentlich so ein Space-Schiff dann lieber, und zwar ja. dann, wenn wir nicht mehr so mal eben zu unserem Eisplaneten können. Ja, ich denke auch. Ich würde auch gern zu unserem Sternenschiff, wir sind ja abgestürzt damals mit dem Escape-Pod, ja. Und unser Sternenschiff liegt ja auf dem Wüstenplanet, oder? Das war doch unseres. Ja, ich denke auch. Das ja, war ursprünglich das ist unseres gewesen, das ist ja abgeschmiert. Genau. Ja. Wiedereintrittssequenz. Yay. Ja, fett. Senkrecht geht's nach unten. Was sich natürlich dann lohnt beim Bau von einem Großraumschiff, ist, dass man sich das Wrack auf dem Mond mal vornimmt. Weil da sind ja wohl noch einige Bauteile drin für Großraumschiffe. Okay. Die kann man natürlich dann da einfach wunderschön sich mal rausklauen. Ja, wo müssen wir hin? Dirigier mich doch mal. Ach so. Such mal unsere Basis. Ich suche. Kupfer? Ja. Ich sehe irgendwie gerade gar nichts. Okay. Boah, wir sind voll überpowered. 104, okay. Die Anziehungskraft scheint sich jetzt auszuwirken. Das ist durchaus denkbar. Das wir haben noch 11 Minuten Sprit. Ja, okay. Okay, auf meiner Map wird nichts angezeigt. Das ist halt wieder so ein Alien Base. Problem. Die Alien Base. Das ist unsere, also diese ja. diese Dingensbummens.
Ich kann es ja leider nicht sagen, weil... Okay. Ich habe auf meiner keinerlei Symbole. Drohnenbasis vorne rechts. Genau, die war es doch. Die Drohnenbasis, das war unser Ding. Uah! Ah, okay. Der direkte Weg schaltet aus. Jetzt muss ich nachgucken. Ja, fliegt doch so weiter. Das müsste theoretisch... Ich müsste sozusagen drum rumkommen. Das müsste passen, ja. Das ist ja nur die Polkappe, die sozusagen... Ja, stimmt, wir waren in der Nähe. Ja. Genau, ja, es stand direkt neben der Polkappe. Mhm. Sind auf dem richtigen Weg. Ach, Mann. Vielleicht hätten wir uns einfach in die Mitte setzen sollen. Ja, gut, wir wollten ja ein vorhandenes Gebäude nutzen. Ist es das? Kann sein. Müsste. Ja, ich glaube, das sind wir. Sieht so aus, oder? Ja. Wir fliegen mal an. Die Umgebung wirkt vertraut. Drohnenbasis. Perfekt. Warum die Drohnenbasis heißt, müssen wir gleich auch nochmal irgendwie versuchen zu korrigieren. Ja. Nochmal unseren Namen anpassen. Ja, den Namen hat er nicht genommen. Ich fürchte doch, aber nicht irgendwie umgesetzt. Keine Ahnung. Nicht in die Karte. Die, ja. Oh. Aua. Voll angedotzt. Voll angedotzt. So, jawohl. Ich muss nochmal ranscrollen. Warte. Kannst du mal bitte aussteigen und reparieren? Ich flieg mal kurz ein Stück an. Denk an den Helm. Hab ich gerade. So, ich steck mal ein Stück hoch und guck mal unten drunter. Müsst's. Mhm. Und es fehlt wohl auch ein Bauteil. Ja. Okay, das sieht alles okay aus. Da ist noch eins. Ja, einen Bauteil brauche ich noch. Okay, ist oben auf dem Dach, sind die drauf? Da gehe ich mal gucke. Ja, geh mal gucke. Falsch geklickt. Komm her. Komm her. So, da wollte ich hin. Hast du? Jawohl. Bitte fliegen Sie hoch. Würde ich gern. Denk an den Helm. Kann er das so neu einsteigen? Das war ich aus Versehen zwischendrin mal eingestiegen bin. Ja, ich habe mich aus Versehen eben gerade reingesetzt. Dann kann sein, dass die Kontrolle auf mich überging. Weil du stehst da unten nochmal. Ja, okay, ja. Alles wieder gut. Ja. Boah, es ist wieder schön dunkel hier. Ja, klar. Okay, ist repariert. Wunderbar. So. Ist natürlich die Frage, ob man nicht irgendwann einen zweiten Generator einbaut, ne? Ja, wenn das immer hier so am Limit läuft. Ja, nee, dann überlege ich mir natürlich jetzt einen zweiten Generator einzubauen. Mhm. Aber es macht hier Klingeling oder auch nicht, also virtuell. Ich sehe die Zeit und ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge. Ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne Daumen hoch da. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich in einer neuen Folge wieder. Ja, da bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß noch im Netz und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.